Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch wieder ein Produkt vorstellen, rechtzeitig zu den Eisheiligen ist es bei mir angekommen. Es handelt sich dabei um ein Stahlhochbeet und ich habe es vom Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und deswegen natürlich wie üblich auch oben die Werbeeinblendung. Ich werde dieses Paket jetzt öffnen und euch dann während dem Aufbau noch ein paar Details zum Unternehmen und zum Produkt erzählen. Im Paket enthalten natürlich die Metallpaneele, in diesem Fall 6 Stück. Es wird ein rundes Hochbeet, also nicht so wie hier angezeigt. Dazu ein Päckchen mit Schrauben, Kantenschutz und Montagehandschuhe. Finde ich interessant, habe ich in dieser Form nämlich auch noch nie gesehen, dass man Handschuhe zu einem Produkt dazu bekommt. Wahrscheinlich als Fingerschutz und dass man sich die Hände nicht schmutzig macht oder keine Ahnung, was da der Hintergedanke war. Auf jeden Fall eine sehr witzige Idee. Das Anleitungsheftchen ist recht einfach gehalten. Wir haben hier eine grundlegende Montageanleitung. Naja, Paneele zusammenstecken, Schrauben festziehen, fertig. Und auch die Möglichkeit, hier die anderen Konfigurationen bzw. auf der Rückseite die anderen Bauformen zu sehen. Bei diesem handelt es sich, wie gesagt, um ein rundes Hochbeet. Ich werde es dann zum Kartoffelanbau nutzen. Ihr seht hier die 32 Zoll Ausführung, das heißt etwa 80 cm Höhe. Das ist auch die höchstmögliche Variante, die Wegega hier anbietet. Alternativ gibt es noch 20, 28 und 43 cm hohe Beete. Ihr könnt euch auf wegega.com, ich habe es unten in der Videobeschreibung auch verlinkt, die einzelnen Modelle ansehen. Für den Aufbau weiche ich mal hier auf die etwas freiere Fläche aus. Schritt 1, das Abziehen der Schutzfolie. Da gestalten sich jetzt die Handschuhe etwas unpraktisch. Man rutscht damit ab. Ich finde sie recht nett, sie halten schön warm. Braucht man jetzt auch, wir haben momentan nur 9 Grad. Aber wie gesagt, für diese Arbeit hier nicht ganz so tauglich. Deswegen lege ich sie vorerst einmal ab. Schauen wir dann, wie sie sich mit den Schrauben so tun. Zum Abziehen der Folie einfach dran herum zupfen. Und dann lässt es sich eigentlich auch ganz brauchbar ablösen. Das mache ich jetzt alleine fertig, denn das ist wirklich ein Geräusch, das ich euch nicht langfristig antun möchte. Die Montage gestaltet sich relativ einfach. Wir legen 2 Paneele passgenau übereinander, dass die Löcher auch deckend aufeinander liegen. Und dann nutzen wir das mitgelieferte Montagematerial, in dem Fall Schrauben, Beilagscheiben, Muttern. Es ist auch ein Schraubenschlüssel mit dem Paket und ich habe mir natürlich die Montagehandschuhe wieder übergestreift. Gehört doch irgendwie dazu, wenn sie schon im Paket dabei sind. Schraube von vorne rein, Beilagscheibe, Mutter auf der Rückseite fixieren, festdrehen und mit dem Schraubenschlüssel noch festziehen. Das Einzige, was meiner Meinung nach fehlt, ist ein Kreuzschraubendreher. Einfach um diese Schraube hier noch zu fixieren, wenn man dreht. Aber es scheint auch so ganz gut zu funktionieren. Dasselbe machen wir jetzt für alle weiteren Schrauben auf dieser Seite und auf den weiteren 4 Paneelen. Das wird eine Weile dauern, deswegen mache ich das jetzt einmal schnell abseits der Kamera. Und hier seht ihr das Wegega Hochbeet in seinem fertig aufgebauten Zustand. Der Aufbau war an sich relativ problemlos bis auf die letzten Schrauben, also den Zusammenschluss der beiden Seiten. Hier ist etwas Druck notwendig, da die Paneele sich nicht so überlappend anbringen, dass sie tatsächlich dann den Kreis selbstständig schließen. Es entsteht ein Spalt, den man mit etwas Druck oder Zug dann schließen muss. Das führt dazu, dass auch Spannung im Material entsteht und das Schrauben sich etwas mühsamer gestaltet. Im Großen und Ganzen aber kein allzu riesiges Problem. Es ist alleine bewerkstelligbar, wenn man entsprechend Kraft und Geduld mitbringt. Das Hochbeet hat keinen Boden, einfach deshalb, damit überschüssiges Wasser jederzeit nach unten ablaufen kann. Bei Nutzung auf Gras oder anderen Erdoberflächen können die Pflanzen dann auch bis tief in den Boden wurzeln. Wenn ihr es, so wie ich hier auf einer Terrasse oder auf betonierten Flächen nutzen wollt, würde ich euch empfehlen, ein Unkrautvlies oder eine Folie unterzulegen. Einfach deshalb, damit die Erde nicht nach unten weggespült wird. Wegega hat leider aktuell nur einen englischsprachigen Onlineshop und die Preisauszeichnung erfolgt in US-Dollar, ist aber kein Problem, denn sie verfügen über ein Zentrallager für den deutschsprachigen Raum, das befindet sich in Hessen. Deswegen könnt ihr aus Deutschland und Österreich auch versandkostenfrei bestellen.
und habt keine nervigen Formalitäten mit Zoll und Einfuhr zu bedenken. Das wurde alles schon erledigt und der Versand erfolgt aus Deutschland mittels GLS. Ich habe selbst etwa 2 Tage auf das Paket gewartet. Das ist jetzt durchaus eine Versandzeit, die im Rahmen ist. Preislich bewegen wir uns bei den ganz kleinen Varianten bei knapp über 50 Euro. Die kreisrunde, 80 cm hohe Variante, die ihr hier seht, ist aktuell mit 190 Dollar gelistet. Das entspricht zum heutigen Tageskurs etwa 176 Euro. Ich habe euch aber auch einen kleinen Rabattcode ausgehandelt. Den findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung und eingeblendet. Da könntet ihr noch einmal 10% sparen. Soweit mal zum Aufbau und zum ersten Eindruck. Ich finde dieses Produkt sehr gut verarbeitet. Was mich am meisten erstaunt hat, war, dass die Kanten hier oben sogar umgefalzt sind. Ich hatte da schon Befürchtungen, dass wir es mit scharfkantigen Ecken zu tun haben werden, da ja ein Kantenschutz mitgeliefert ist. Meiner Meinung nach benötigt man den nicht einmal, denn hier sind, wie gesagt, die Metallkanten umgefalzt und relativ harmlos. Alles in allem gefällt mir das Produkt, so wie es jetzt ist, von Aufbau und von der Verarbeitung relativ gut. Wir werden sehen, wie es sich im Zuge der Wachstumssaison macht. Ich werde mich jetzt langsam mal ans Material sammeln machen, damit wir es dann auch gemeinsam befüllen können. Das zeige ich euch allerdings dann in einem Folgevideo. Nochmal zur Erinnerung, unten in der Videobeschreibung und auch hier kurz eingeblendet noch einmal der 10% Rabattcode. Falls ihr euch auch für diese Hochbeete interessiert, besucht wgeger.com, sucht euch aus, was euch am besten gefällt und nutzt den Code, um noch einmal 10% sparen zu können. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Produktvorstellung gefallen hat. Ich werde das Hochbeet jetzt an seinen endgültigen Standplatz befördern und langsam beginnen, es zu befüllen. Bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.